Oh Gott! Oh. Die Pferde sind abgehauen. Endlich mal schönes Wetter, ne? Immer nur Regen ist auch langweilig. Heute ist der Startschuss zur Kreation unserer Hofschmold-Currysoße für unsere hauseigene Currywurst, die wir beim Hoffest anbieten möchten. Lustigerweise sind auch genau heute noch Handwerker da. Ich glaube, die haben es gerochen, dass es heute eine Currywurst gibt auf der Terrasse. Die Sonne scheint das erste Mal wieder seit 2 Wochen gefühlt. Du stehst wieder im Weg. Du bist aber auch echt eine alte Knutschkuh hier. Komm, los. Psst. Hopp. Ab die Post. Meine Herren, wieder was vollgehauen. Oh je. Yeah. So, mal sehen. Das sind Pensionspferde, ja. Die stehen hier unter, haben ihren eigenen Stall. Die versorgen sich eigentlich selber. Also, was heißt versorgen? Wir bringen den Heu. Das ist ja auch mein Gelände. Und ich sorge dafür, dass der Mist eben wegkommt. Das sind immer so die Kernaufgaben. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kein Zielwasser getrunken. So, jetzt. Ist immer so. Entweder du fährst da ran, knacken, hast das Ding drauf, oder du fummelst da dran rum, bis du den da drauf hast. Ey. Immer das Gleiche. So. Das Charmante an der Geschichte ist ja, dass du eine monatliche feste Einnahme hast. Natürlich schwankt die auch mal, aber zum jeden Monatsersten ist schon mal ein festes Geld da und das ist ganz angenehm. Und der Aufwand, den du dafür betreiben musst, ist, naja, nicht zu groß. Ist ja genug Werkzeug da, ne? Ja, das mache ich auch nicht jedes Mal hier, den Kram weg. Das ist jetzt heute so viel gewesen. Ich bin auch spät dran. Ich fahre den Container weg und dann muss in die Raufe, muss noch Heu rein. Ey, oh, die Scheißviecher hauen ab. Oh, verdammt. Oh, die blöden Viecher. Das haben wir hier schön gequatscht. So eine Scheiße. Ey! Oh, so ein Scheiß, du! Brrr. Oh, verdammte Kiste. Komm her hier, komm! Oh Gott! Martin, moin. Jetzt haben wir ein paar Leute draußen. Da laufen gerade 6 Pferde Richtung Knollgraben von uns. Ich bin denen hinterher. Ja, von uns 6 Stück. Ja, genau. Oh. Die Richtung ist schon mal gut. Das sind meine. Links stehen sie schon mal. Wo kommen die denn her? Aus dem Querräder, Halbwegräder. Ach, da hinten. Oh. Das ist jetzt der Teil, die beiden vorher bei Klaus waren. Ja. Ich habe die Mistkiste rausgeholt, habe mich umgedreht. Dann ist die erste hinter mir durch und dann waren sie aber alle weg. Ey. 2 Sekunden geschlafen. Ey. Eine Schleuse bauen, ja. Das Gute ist, es gibt eine Rolle Heu. Eigentlich sollte ich euch mal diesen Tag heute noch gar kein Heu geben, dass ihr so frech wart. So, komm her. Ja, also, wenn du Stress im Leben haben willst, dann musst du Ärger mit den Nachbarn haben. Ne? Wenn du mit den Nachbarn kannst, dann ist natürlich vieles leichter. Ne? Vor allem, wenn es mal so eine Situation war wie eben, dass du wirklich mal Kacke am Dampfen ist. Ne? Das ist ja so. Ja, ist ja gut, dass es dem Chef passiert und nicht einem der Jungs. Wie weit waren die? Die waren bis zum Freibad. Die waren hinten am Fosma am Freibad, aber da waren auch Menschen, die auch Pferde haben die da angehalten. Ein paar von denen standen da früher auch, alles gut. Haben sie aufhalten lassen. Jetzt sind sie alle völlig K.O. und schlafen. Gut, es ist nichts passiert und von daher kann ich jetzt noch irgendwie meinen Mann ein paar Tage damit ärgern und aufziehen. Ja, passt schon. Das krieg ich jetzt ein halbes Jahr lang auf Brot geschmiert. Mindestens.
gleich erstmal das Curry mit anbraten, noch ein bisschen. Das ist ja auch wichtig für das Aroma, habe ich mir sagen lassen. Da bin ich ja offen. Da nehme ich nachher auch gerne Vorschläge entgegen. Ich koche sehr gerne. Also Kochen macht mir ganz, ganz viel Spaß. Die Küche sieht danach meistens aus wie ein Schlachtfeld. Aber gut, ne, wo gearbeitet wird, fallen auch Späne. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen hochstellen. Ein bisschen brutzeln muss das ja schon. Irgendwas fehlt ja noch. Ich habe aber auch noch nicht gesalzen. Soll ich erst mal salzen? Guck mal, hier habe ich schon mal eine. Es riecht gut. Eine Expertin. Ja, aber es ist, glaube ich, zu viel Curry oder zu viel Cayennepfeffer. Da fehlt was Süßes. Also die Konsistenz ist schon mal gut. Das ist ja schon mal das Schöne. Also das hat Alena schon ganz toll gemacht. Und jetzt muss aber noch was Süßes rein, weil das ist schon im Abgang sehr spicy. Ne? Ich als Handwerkerin bin ja ständig unterwegs und esse überall Currywurst. Das darf man ja gar nichts verraten. Aber es ist das schnelle Essen. Und dadurch kann ich sagen, ist lecker oder ist nicht lecker. Ne? Also Christine ist heute hier, weil ich ihr letzte Woche erzählte, dass wir heute Currywurst verkosten wollen. Nein, ja, Christine nur malt und macht unseren Hofladen fertig, hoffentlich. Naja, nur vom Atmen kommt das nicht. Und deswegen muss man die Baustellen immer so legen, dass man dann immer was zu essen bekommt. Und hier bei Alena und Freddy gibt es immer so tolle Sachen. Hinein. Hinein. It's your turn. Ich habe jetzt übergeben. Ich mache jetzt das Badezimmer, die Renovierung weiter. Und ich koche. Christine macht das, die Currysoße. Ja. Man muss nur wissen, wie. Jo, Try it, please. Jetzt geht's los hier. Mal gucken, was jeder zusammengerührt hat. Und? Oh, die sind ein bisschen schärfer. Nicht mit dem gleichen Löffel. Erst einmal abwaschen. Sag mal. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir die mal rüberkriegen zu den Mamas. Gut. Ja, wisst ihr was, wenn ihr da vom Loch steht, wie die Ölgötzen, gehen die bestimmt nicht raus. Ihr seid auch Haubendusel. Ja, wir werden diese Gruppe Kühe mit Kälbern jetzt einmal umstellen in ein größeres Stallabteil, damit die mehr Platz haben. Und da vorne können die Kälber da auch schon ans Gitter ran und mit fressen. Damit die das Raufutter fressen lernen, so ein bisschen schon. Und auch natürlich, weil diese Box so viel zu klein ist. Die haben jetzt gekalbt alle. Und jetzt kommen die hinten in den großen Stall, da hast du mehr Platz. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir sie alle kollektiv vor die Tür kriegen. Weil die Kälber, die kennen das Umtreiben immer noch nicht. Und dann laufen die Kühe rüber und hast die Kälber hier im Stall drin. Und die kommen dann nicht hinterher. Das wollen wir versuchen zu vermeiden. Ja, Jensi, mach mal auf. Ich habe sie Schnalle hier drin. Das ist das Wichtigste, dass die jetzt draußen sind. Wenn du die jetzt nicht mit hast, diese darüber springen, das kennen die nicht. Und dann müssen sie ihn jetzt einmal, dass sie, und jetzt können wir sie mit dem Mörder komplett durchjagen. Komm, jetzt den Anschluss nicht verlieren, komm. Komm, da ist deine Bande, los. War klar. Immer das Gleiche. Lass den hier. Die Kühe mit den Kälbern, mit den jungen Kälbern umzusetzen, ist immer das Anstrengendste überhaupt. Wenn die älter sind, die Kälber, haben sie ein paar Mal mitgemacht, dann wissen sie auch schon was. Die lernen auch. Ne? Aber die ganz Jungen, das ist immer, die springen wie Gummibälle. Ne? Lass ihn nicht durch. Gut, sehr schön. So, jetzt mal mit rum. Komm mal mit rum. Ja, genau. Meine Herren. So. Ja. Aber gleich kommen wir das Beste des Tages, die Wurst von meiner Frau. Ja. Als Belohnung. Ja, gibt's heute Currywurst. Mal sehen. Wir können jetzt aber auch, ne? Ich würde sagen, wo ist die Soßenkönigin? Heiß. So, jetzt kommen hier die ersten beiden. So, die andere war die heiße. Aua. Siehst du, und dann hat er sie richtig klar. Ups, neue Maschine. Das habe ich noch nicht so ganz raus, wie man das macht. Warte mal.
Ihr probiert jetzt die Soßen. Ich sag noch nicht, was die Basis ist. Ich sag noch nicht, was da drin ist oder wie die Soße heißt. Muss mir das doch irgendwie merken. Ja, mach dir. Ja. So. Im Prinzip kriegt jeder jetzt mal einen Bewertungszettel. Ich würde sagen, wir machen eine Bewertung von 1 bis 10. Und vielleicht auch noch als Tipp, was man da noch mit reinmachen könnte. So, bitte. Danke. Christine. Milder. Süßer. So ja, das ist meine, du sagen. Ja, oder das, Schatz? Das ist meine Richtung, glaube ich. Das ist die Vierer. Die ja. Du hast deinen Favoriten? Ich darf es jetzt natürlich nicht sagen, bevor die anderen es nicht aufgeschrieben haben. Wir sind 10 Leute. Ich halte mich raus, weil ich habe die Arbeit. 3 Leute waren für die drei Leute waren für die eine Soße mit Gewürzgurken drin. Und 6 Leute für die freie Schnauzensoße, die Christine gemacht hat. Jetzt ist ja eins klar, wer hier für das Hoffest kocht. Ne? Es hat sich jemand dafür qualifiziert. Kannst du an meiner Küche machen, mein Mann räumt denn gerne auf. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie es in die Ernte geht und wie die Currywurst-Premiere bei unserem Hoffest verläuft, dann abonniert unseren Kanal. Was denn? Knuddeln auch noch vor der Kamera? Nein.